Das sieht ja alles ruhig aus in der Hut. Du bist meine Lieblingsmaus. Ich hab genau was recht. Nach Futter. Hey, bist du denn das hier? Runter auf dem Grundstück, du Vogel. Die Sims 4 Hunde und Katzen. Die Crazy Cat Lady Challenge. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4 Crazy Cat Lady Challenge, wobei es ja mehr Crazy Cat Challenge inzwischen geworden ist. Hashtag Bagel, if you know what I mean. Mau, mau, mau. Und ich habe heute auch wieder mein Kätzchen mit dabei. Nee, Spaß, bin nur ich. Also. Tut mir leid, bitte nicht abschalten. Vielleicht, wenn du schon. Aber die haben ja schon geklickt. Ja, der Klick ist ja schon da, ne? Wenn ihr reloadet, kommt vielleicht das Kätzchen zurück. Also kommt mit Sicherheit das Kätzchen zurück, wenn ihr die ersten paar Sekunden guckt. Okay, lass uns mal reinstecken und gucken, was los ist hier. Lass uns mal reinstecken? Ich dachte, wir nehmen es auf. Und machen nicht Gartenarbeit. Ach nee, wir machen Gartenarbeit. Das meintest du. Ja, ja. Wegen der Katzenminze. Ich habe andere Dinge gesagt, aber es ist okay. Es ist okay, es ist Franz, wir sind es alle gewohnt. Oh mein Gott, guck mal, da ist was gewachsen. Hattet ihr immer schon Kuchen in der Hand? Ich habe immer ein bisschen Angst. Nee. Es sind Kätzchen unterwegs. Herzlichen Glückwunsch. Snickers erwartet Nachwuchs. Bald werden kleine Pfoten durch das Haus trampeln. Oh, die dicke Schwache. Ja, ich fühle mich so komisch. Ich glaube, ich muss pupsen. Ich guck mal, was hier unten merkt das keiner. Aber das ist doch unser Angebeteter. Ja, weißt du was? Du wirst Papa. Und wenn du mir nicht bald mal was zahlst oder einen Ring an den Fuß steckst, dann zahlst du Alimente, bis du knacken gehst. Ich würde dir sagen, du musst mir erstmal beweisen, dass du eine Gatze bist, weil ich meine, ob jetzt nun Waschbärweibchen oder nicht, das könnte noch nicht meine Kinder sein. Erst wenn die schwarz-weiß sind mit weißen Flecken, dann überhaupt. Du kannst gleich mal was erleben. Siehst du hier, mein Schweif? Ich bin ein Kätzchen. Guck mal, wie graziell ich mich hier bewegen kann. Ich bin eine Ballerina-Götze. Ist halt wirklich so. Guck dir das an. Ja. Super cute. Okay, die beiden schließen auf jeden Fall Freundschaft miteinander. Also das entweder das oder beraten gerade, wer welches Kind quasi behält. Und dann kriegen wir mehr Kätzchen? Ich glaube nicht, dass sie tatsächlich viel werfen. Also ich glaube, bis zu 3 stand in der Add-on-Beschreibung. Tschüss, Schatz. guck dir mein Poloch an. Oh, er trägt den Schweif gar nicht nach oben, schade. Er macht... Alles ist dein Scheiß Ernst, was das ist. Das ist unser Apokalypse-Bett! Ja, okay, dann sieht's wenigstens ordentlich aus. Nee, das ist unser Bett für die Apokalypse, wenn oben alles zerbombt wird. Was mit Bob ist wieder da? Ja, das ist meine Theke, okay? Oh, er ist bei den Messern. Und das ist. Meine Theke. Diese Augen, ne? Diese Augen sind halt. Oh, was ist denn das? Fräulein Flausch. Oh, Fräulein Schneider Pensche wieder. Oh Gott, der Träume. Da fließt die braune Soße. Okay, alles klar. Bob! Bagel? Bob? Bob und Bagel? Sind alle hin? Bagel, ah, Bob? Bob sitzt schon. Wie sitzt Bob in der Ecke? Was ist denn hier in der Ecke so toll? Das ist meine Ecke, okay? Erinnert mich an meine Gang damals. Irgendwie habe ich die immer. Irgendwie habe ich immer 2 Team-Member gesehen und. Wow. Ja, das kann ich mir voll vorstellen. Bagel? Bagel? Bagel! Bagel! Oh, ich Essen! Furchtbares. Ist Bagel oben? Bagel wieder bei seiner Lieblingsmaus? Bagel? Ist Bagel vielleicht bei seiner anderen Lieblingsmaus? Oh, da! Oh. Ich mag die Wand! Die ist so schön braun und holzig! Das ist halt wirklich so. Jetzt dann die Wand an. Oh, ich komme hier gar nicht mehr weg. Der Weg ist plötzlich versperrt. Da steht so eine Kiste. Oh, eigentlich habe ich es ja mit dem Alten gar nicht so schlecht. Ne? Wenn ich mir hier auf Bagel angucke, da könnten die Kinder rausplumpsen und wären sofort dumm. Das wären halt richtig dünne Kätzchen. Oh, da geht's ja weiter. Ach Mensch. Ach so. Ach, das war ja eine komische Tür. Ja. Voll krass. Hey, wo rennt ihr denn hin? Oh, Fräulein Schneider ist wach. Was soll denn das hier, dieser Lärm? Oder wird geschmatzt, ist das Ekelerregend?
Krieg ich auch was von deinem Essen? Halt, halt die Küche, ich muss hier für drei essen. Siehst du nicht, ich bin schwanger. Schwangere haben immer Vorrang. Also, lässt mich jetzt hier. Das ist schlecht. Das ist kein guter Zustand. Ich will was essen jetzt hier. Miau! Miau! Oh, ich glaube, du bist gar keine Katze. Hoch, wo sie denn hin? Ach doch. Weißt du, was Bagel macht? Ich glaube, bei sowas sagt Bagel, ich glaube, du bist gar keine Katze. Wuff! Es ist so. Ist halt wirklich so. Ah, Fräulein Schneider war nur kurz noch wach, um kurz einmal die braune Gefahr zu beseitigen. Ich glaube, Fräulein Schneider hat Biomassenvernichtungswaffen. Ja, das ist definitiv so. Oh Gott, Alter, wie schläft dieser Po, ne? Oh, wir haben den allen kein Po-Loch gemalt! Oh mein Gott, ab geht's ins Create a Cat! Das ist jetzt wirklich schlimm. Das ist wirklich Gamebreaker, weißt du? Das ist wirklich brutal. Wie konnten wir nur, wie ist... Ich weiß nicht, wie das tatsächlich passiert ist. Wo ist es da? Da. Oh, ey, so knapp. Die hat auch kein Po-Loch. Ja, aber... Ist das ein Schwanz? Das ist ein Schwänzchen. Oh, das sieht man am besten. Die hat mir Lena geschenkt. Der Gamescom. Weil es eine Vampirkatze ist. Keine Mit Ahnung, warum man mir eine Vampirkatze schenken sollte. Auch kein Po-Loch. Also wir müssen Po-Löcher. Bürgermeister. Weißt du, was ich denke? Dass Po-Löcher eigentlich eine Lüge sind. Es gibt gar keine Po-Löcher. Nehmen wir dir jetzt ein Po-Loch. Guck mal, wie es da liegt. Aber die kriegt ein weißes. Der. Erstens mal der. Ja, der kriegt ein weißes Po-Loch. Er ist nicht kastriert. Da sind die oder so ein bisschen. Da springen die einem ins Auge. Ich glaube, der müsste das tiefer sitzen. Ich glaube, das sitzt dann tiefer. Was verkehrt mit dir? Tut mir leid, aber ich weiß, wie anatomisch Katzen korrekt aussehen, weil wir Katzen immer ihren Arsch entgegen. Ich weiß, das ist ein Liebesbeweis und Vertrauensbeweis, aber es ist trotzdem... Ja, bei mir sagst du, es ist eklig, aber wenn es Katzen haben, dann ist es ein Liebes- und Vertrauensbeweis. Ich weiß auch, dass das bei dir ein Liebes- und Vertrauensbeweis ist. Danke. Aber trotzdem... Ich habe ihn trotzdem kastriert. Sicher ist sicher. Was? Nein, wir waren in Disneyland, hast du gesagt. Und ich kann mich nur nicht dran erinnern, weil ich Zuckerwatte gegessen habe und auf dem Rollercoaster war. Ja, richtig. Gut. Schnipperclips. Hashtag Schnipp-Schnapp. Stopp-Schnipp. Seitdem bin ich ein Kilo leichter. Ich habe in Disneyland abgenommen. So, hast ihn jetzt Boards gemalt. Gut, ja. Dann der nächste, bitte. Bob. Bob ist auch ein... Aber Bob ist definitiv nicht kastriert. Nee, Bob ist nicht kastriert. Nee. Aber der hat nicht so große Beine. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war jetzt einfach nur hier auch wichtig, weil man das bei so einer schwarzen Katze sieht man das halt einfach auch. Die kriegt so ganz leichte Eier. So, und jetzt muss ich das... Oh, das ist ein bisschen groß. Ja. Also Bob ist vielleicht eins, aber hat nicht. Er hat keins. Das sieht voll echt aus. Ich weiß, das macht mich auch... Waschbären haben... Richtig niedliche, süße, kleine Po-Löcher. Haben Rillen. Das geht von... das ist wie ein richtiger Pops. Weißt du, die haben quasi... Warte, lass mich mal. Die haben quasi wie so einen richtigen Pops. Oh, hier so quasi. Entschuldigung. Franz darf nie wieder was malen. Nein. Franz darf nie wieder was malen. Das ist ein Miau-Miauchen. Po-Löcher. Wir malen nur die Po-Löcher. Ja, du hast mit den Eiern angefangen. Das muss braun sein. Das stimmt. Das wird halt... Oder so AfD-blau. So, das perfekt. Passt. Sieht doch aus wie ein kleines Herz. Ja. Bagel hat kein Arschloch. Nee, Bagel hat... Bagel hat kein Po-Loch. Weiß nicht, was das ist. Ich mach mir das immer sauber, deswegen sieht man das nicht. Genau. Oh, was zu essen.
Ist ein Köttel, machen Köttel. Ist ein Köttel, machen Köttel. Ist Rich Cat Lady House. Oh, awesome. Ja. Wie geht's unseren Fischen? Können wir die füttern? Nee, dann sterben die irgendwann. Ist gut. Auch okay. Was ist hier los? Aha, da wird gepennt. Sag mal, Bürgermeister, du bist freundlich, redselig, aber auch reserviert. Mhm. Wollen wir Laserpointer spielen? Ja. Das wird. Oh. Aber ist erstmal auch. Und morgen dann der totale Vernichtung. Aber jetzt erstmal schlafen. Ich finde schön, wie die rechte Pfote nach oben geht. Ja, ne? So, Bob wieder auf dem Weg zum Kühlschrank. Hopp. Davon kann ich meine Hut beobachten. Oh ja, meine Hut. Oh ja, meine Hut. Bob ist halt voll betrunken. Es sieht halt auch ein bisschen so aus, muss man ja gestehen. Kannst ja sagen, was du willst. Hallo, ich bin auch hier. Oh, mal gucken, was passiert, wenn die mit dem Laser spielen. Oh, schade, dass die anderen dann nicht reagieren. Nee, Bagel reagiert nicht. Ja, bei Bagel sieht es halt nicht, das ist klar. Da ist schon wieder eine Wand. Komisch. Wieso geht's hier nicht weiter? Ich sitze nur hier und entspanne mich. Das ist ein bisschen langweilig mit dem Laserpointer, muss ich sagen. Ja, dafür sehen wir das Polo und die Eier. Ja, wie gut ist das bitte? Ich hätte auch gerne Polo. Och, das sind ja andere Leute. Hallo, ich bin Bagel. Er ist ja ein bisschen retardet. Hey, so spricht man nicht mit anderen Leuten. Das ist ein Fischlaserpointer. Ja, das ist ein Fischlaserpointer. Ui. Das kann man noch alles machen. Hochheben, loben, rauslassen. Das bedeutet, schick die Katze nach draußen, damit sie eine Weile ungestört ist wegen reservierter Katze. Das können wir mal machen und gucken, ob die draußen irgendwie was jagen gehen oder ob er irgendwas mitnimmt oder so. Schöne tote Vögelchen auf der Veranda. Alter, das ist so cool, weil das ist so echt und so real. Wieso nimmt ihr den immer wieder rein und immer wieder raus? Ist das jedes Mal ein anderer, dieser Pointer? Nee, das ist ein bisschen dunn. Der ist ein bisschen dunn, würde ich auch sagen. Ist halt wirklich eine Crazy Cat Lady, aber halt eine. Sniggers. Miau. Ist ja auch erstmal richtig schön. Oh, was ist da denn unter. Geh nochmal zurück zu Sniggers. Warte mal. Oh, Bob. Die fressen sich. Bob, pass auf. Verpiss dich, Arschgesicht! Ja, das will ich dir so sagen, da flüchtet der Franzose. Oh, die waren zu zweit. Da hatte ich keine Chance. Was für ein retardeter Verrückter. Gibt's was zu essen für mich, euch gekacken? Erstmal schön das Revier markieren, braun muss es sein. Es ist halt so gut gemacht. Los, komm, Schneider, finde deine innere Miete und presse sie raus.